Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, in der letzten Folge sind wir in dem Dorf Aurora angekommen, nachdem wir von Riesen fast verdroschen wurden. Und ich habe ja, weil der letzte Part so knapp war, schnell den Speicherpunkt gesucht und deswegen das Dorf nicht richtig erkundet. Aber das holen wir jetzt in der Folge nach. Erstmal haben wir hier wieder eine Notiz, die wir lesen können. Ein Ratschlag. Was ist das für ein Ding? Eine Art Käfig? Was auch immer es macht einen schrecklichen Lärm. Ab und zu höre ich Wörter, die wie Fett und Rüben klingen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich werde es in den Höhlen unter Aurora verstecken, bis ich die Schlüssel gefunden habe, die ich brauche. Ich muss mir einfach nur merken, so weit nach rechts zu springen, wie ich kann. Also ja, in den Höhlen unter Aurora. Ist ein Käfig versteckt. Ich würde mal sagen, das dürfte hier unten sein. Aurora scheint ja ziemlich klein zu sein, weil das hier ja schon die Grenzübergänge sind. Aber 37% gerade mal erkundet. Das heißt, hier unten dürfte noch ziemlich viel sein. Gut, aber jetzt gucken wir erst einmal wieder hier raus. Hier wäre der Laden, aber in den gehen wir erst nachher. Erstmal wollen wir ganz zurück zum Dorfeingang und dann von da an mit jedem NPC reden, den wir finden. Auch mit ihr hier nochmal, obwohl das letzte Mal nicht ganz so höflich zu ihr war. Ich kann mir auch vorstellen, was genau sein Problem ist. Hier muss es in die Höhlen runtergehen, glaube ich. Oder auch nicht. Hier war nur eine Truhe. Oder gibt es hier noch was? Nö. Werden wir ja sehen, wenn es soweit ist. Okay. Ach ja, warum das vorhin so mies gelaunt war. Wir hatten ja am Anfang diese Szene mit dem grausamen Krieger oder wie das Intro ihn beschrieben hat, der einfach so die Dorfbewohner mit den Mistgabeln bekämpft hat. Und ich denke mal, das war Dust, bevor er von irgendjemandem besiegt wurde und ja, dann ohne Erinnerung auf der Lichtung aufgewacht ist. Und ich denke mal, ein Teil von diesem Krieger schlummert noch in ihm. Deswegen hatte er jetzt diesen Rückfall. Also hier sind die beiden Wachen. Mal sehen, ob die uns noch was zu sagen haben. Thanks so much for your help. Please make yourselves at home. Ah, wie nett. How are you two holding up? Don't worry about us. I'm in no rush to take on a giant, but I think we're in the clear. Ja, die Riesen haben wir ja zum Glück verdroschen. Und was hat er zu sagen? That's an interesting outfit you're wearing. Das ist eine Lederrüstung. Ich glaube, was Besseres haben die nicht. Oh, you're one to talk. Can your friend even see from under that hat? Okay, das ist eine gute Frage. Wir sehen das Augen ja nicht. He can see everything. It's spooky, really. No reason to get defensive. Just trying to help. Okay, die beiden haben nichts zu sagen. Gucken wir mal mit beim nächsten. 672 EP gesammelt, oh. Was hast du uns denn zu sagen? Why, hello there. I'm always thrilled to see a new face. Even when it's all covered up like yours. Ja, der spricht's auch an. Wir sehen das nicht, was das da unter seinem Hut hat. Indeed. Well, my name is Dust and this is Fidget. Okay. Hiya. Don't mind Mr. Grumpy. He's not big on the whole eye contact thing. Ja. Fidget and Dust, eh? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But this is a nice little place, if you're not in a hurry. Ja, das kann ich mir vorstellen, abgesehen von den Monstern. Ah, where are my manners? I'm Avgustin, local strongman. Say, you wanna arm wrestle? Arm drücken? Some other time perhaps. We're just passing through. Ja. Ah, oh, that's a shame. Thought you looked like the arm wrestling type. You know, I heard what you did back there for Oneida. Great stuff. Maybe we can help each other out? Okay, er hatte so eine Nebenquest für uns. What did you have in mind? I have an old friend, a blacksmith.
lives way up at the top of Archer's Pass. Oh, das trifft sich gut. Den Schmied brauchen wir ja für die Baupläne. I promised I'd deliver some materials to him way back when, but haven't been up that way in ages. Area's pretty dangerous these days, if you ask me. Maybe you could deliver them for me? Oh, wenn es eine Belohnung gibt und wir zu dem Schmied wollen, wir eh. Tell you what, if you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials, he'll set you on your way right quick. Oh, das klingt gut. A blacksmith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up on that, Augustin. Wow, that's great! I knew I could count on you! When you see him, just tell him that old Augustin says hello. Okay. Eine neue Aufgabe, der Schmied. Und ja, man sieht schon, diese Quest ist grün markiert, weil es keine Hauptquest ist. Und wir haben ein Rezept von ihm gekriegt, hm? Wir haben allgemein Rezepte gekriegt. Naja, hier, leichtes Kettenhemd. Ist auf jeden Fall schon mal besser als die Baumwollweste. Aber die Steinweste. Oh, eine Steinweste. Achso, das ist ein Stein. Ist auch nochmal ein Ticken besser. Und hier haben wir auch noch eine Zunderklinge. Plus 50 Angriff. Und dafür brauchen wir gerade mal nur ein Eisenschrott oder was das nochmal war. Und macht sogar Fidget besser. Um 20%. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir nur Schlüssel drin und das war es auch schon. Okay. Was ist mit dir? Jess? Der ist hochnäsig, das sieht man ihm schon an. Good morning. Is it though? Ja, definitiv hochnäsig. I guess. Und der arme Dust, weiß ich, was er sagen soll. He guesses, wonderful. Well, perhaps you can guess that I really don't want to talk such drivel right now. Go, scurry off and leave me be. Okay. Okay, wir kriegen durchs Reden mit Leuten Erfahrung. Das ist schon mal auch gut zu wissen. Jetzt gucken wir mal, was steigern wir. Ich würde mal sagen, wir steigern Fidget, dass wir das alles mal gleichmäßig haben, weil im Kampf mit den Riesen war Fidgets Geschoss nicht ganz so effektiv. Und ich hoffe mal, wenn wir den Staubsturm verbessern, dass wir auch mit den Bomben besser zurechtkommen. Oh, sogar unser Glück ist mal gestiegen. Also Fidget. Ah, okay, wir müssen sogar gleichmäßig verteilen. Wenn wir nämlich nur so verteilen, dann stoßen wir irgendwann auf die Grenze. Gut zu wissen. So, Fidget ist jetzt einiges stärker. Ich hoffe mal, der Staubsturm auch. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. So, du hast auch eine Quest für uns. Hello, I don't believe I've seen you before. Nein, wir sind neu hier. We just came in from the west. Oh, so you're the one everyone is talking about. Everyone's talking? Of course, you're the one who saved Oneida. My name is Mosca and I am at your service. If you need anything, just let me know. Okay, der ist richtig froh darüber. Say, are you staying long? Weiß ich noch nicht. I don't know. Why do you ask? Well, if you ever find yourself heading east of the village, maybe you could let me know if the roads are safe. Okay. Oh, they're far from safe. The town guards mentioned that monsters have been attacking all sides of the village. You're better off staying inside the walls for now. Yep. Das würde ich auch sagen, bis wir wahrscheinlich herausgefunden haben, was mit den Monstern ist. Well, see, here's my problem. I've been meaning to visit someone in Denham. It's a small village on the edge of Abadi's forest. I imagine this someone is pretty important to you? Well, yeah. See, it's about a girl. Oh, eine Romanze, hä? Well, surely she's worth the danger. Toll, Fidget. Ermutige ihn auch noch, in den Tod zu rennen. Oh, she is. She definitely is. I want to make sure she's okay. With all these monsters around, there's been no word from Denham at all.
Grubenheim. Das klingt so, als ob wir dort Untote finden. Maska, if my travels take me there, I'll let her know you're thinking about her. Ah ja, okay. Oh, thank you so much. You're great. You're really, really great. Das übertreibt da aber. Und wir kriegen Erfahrungspunkte dadurch, dass wir Quests annehmen. Naja, auch gut. Und einfach dadurch, dass wir reden. Der nächste mit der Quest. Hm? You're perfect. Für was? Thanks. Ach so, er meinte Fidget. Not you. Listen. Do you hear it? Can you hear its whispers locked within? Within the box. My box. Die wir da unten geöffnet haben. I don't hear anything. Well, of course you don't. My box has been lost. Somebody must have stolen it. Perhaps it was that Mosca fellow. He's always averting his gaze from me. Like he's hiding something. Probably his distaste for your nuttiness. Yeah, Fidget is direct. I can hear its whispers coming from below. Down, deep down in the earth. If you're ever down there, please, you must find my box. Return it at once. And whatever you do, do not open the box. Das ist mir jetzt suspekt. Okay, Reed. If I find your box underground, I'll be sure to bring it back. Okay. Können wir uns die Mission auch auf der Karte irgendwie anzeigen lassen? Bis jetzt nicht. Reeds Kiste. Eine Notiz. Können wir dies... Du hast einen alten Kumpel namens Reed wieder getroffen. Er scheint nach irgendeiner Kiste zu suchen. Hä, warum ist das ein Kumpel? Also wir können das schon mal nicht auf der Karte anzeigen lassen. Was haben wir eigentlich, müssen wir eigentlich noch? Nö. Was wollte ich jetzt genau? Hier nichts. Ich glaube, ich wollte nach Materialien gucken. Was hat sie uns noch zu sagen? I didn't introduce myself before. My name is Dust and my companion here is Fidget. Ja, das ist aber nett von ihm. Hello again. Dust? Really? Kennt sie ihn etwa? Is something wrong? No, I'm sorry. It's just an interesting name. I'm Ginger. Oh, and about those people you saved. Yes? Well, that was a noble thing to do. So thank you. Ja, jetzt kommt die Dankbarkeit. Und noch mehr Erfahrungspunkte für uns. Also das rentiert sich wirklich nochmal mit den Leuten zu reden. Auch wenn das vielleicht ein bisschen imbar ist. Okay, laden. Ah, our famed savior. I had hoped you'd come. Welcome to my humble shop. Okay, der Ladenbesitzer sieht jetzt nicht so mysteriös aus wie der andere. Gucken wir mal, was hat er denn da? Chaldulbaggi. Schweinefleisch mit Reis. Klingt lecker. Aber im Augenblick brauchen wir gar nichts. Hat er hier was Interessantes? Davon haben wir schon eine angelegt. Die da ist uns zu teuer. Da haben wir das hier. Baumwollweste. Ein Ring. Brauchen wir auch nicht im Augenblick. Schlüssel sind zu teuer. Teleportsteine brauchen wir nicht. Materialien. Schrott. Ja. Gehen wir mal in den Verkaufsmodus. Ich denke mal, die Fruchthappen kann ich alle verkaufen. Weil die bringen nur 20 und wir haben einen Haufen Lebenspunkte. Das bringt nichts, die sind Verschwendung. Und die Nuss verkaufe ich auch mal. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben, was wir ihm andrehen können. Riesenkern, schleimiger Dorn und ein Riesenfels. Alles andere hat er ja schon. Jep. 6 sind 12, sind 13 Sachen. Also, einmal das hier. Einmal das hier.
Einmal das hier. So. Hat er drei neue Sachen katalogisiert. Und die werden wir garantiert auch wieder finden, wenn wir sie brauchen. So. You honor us with your patronage. Please tell your friends. Your rich ones. Als ob wir reiche Freunde haben. Gucken wir mal hier oben lang. Oh, noch eine Truhe. Und ein Mädchen mit einer Quest. Erstmal die Truhe aufmachen. So, wir haben einen Teleporterstein erhalten. Sonst irgendwas Interessantes? Nein. Ring halt. Ah ja, die Halskette, die macht mehr Verteidigung, aber weniger Glück. Machen wir mal so. Glück ist, erhöht wahrscheinlich die Drop-Chance von Gegenständen. So, aber bevor wir jetzt mit dem kleinen Mädchen hier reden, gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.